Moin, willkommen zu Sondelsüchtig. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. So schnell ging das jetzt, dass ich nicht mal mehr ein Video geschafft habe zu machen. Und zwar wollte ich ja extra eins machen für die 2000 Abonnentengrenze. Ganz, ganz herzlichen Dank für euren Support, dass ihr so zahlreich abonniert habt. Gestern im Livestream waren wir noch bei 1990, jetzt sind wir bei 2010. Das geht so rasend schnell. Ja, gestern Abend lief dann auch endlich mal der Spiegel-TV-Beitrag über die Sondengänger, unter anderem ja auch mit mir. Ich war ja wegen meinem Dolch drin und ich fand die eigentlich relativ gut gemacht, die Reportage. Also es waren sich so dieses typische Gebäsche. Und wer das Ganze verpasst hat, dem verlinke ich das Ganze erstens hier drunter und ihr seht meinen kleinen Ausschnitt einmal im Anschluss hier dran. Also viel Spaß! Dass Archäologen durchaus auch gut mit Sondensuchern zusammenarbeiten, zeigt das Beispiel von Stefan Wildhagen. Der Niedersachse ist seit einigen Jahren im Gelände unterwegs, ausgestattet mit einer offiziellen Sucherlaubnis und zudem wohl auch mit einer gehörigen Portion Glück. Man muss sich das halt vorstellen, man läuft jahrelang über so einen Acker und man weiß letztendlich nicht, was da drin schlummert. Und so einen Fund auf so einem normalen Feld zu machen eigentlich, wo es niemand vermutet hätte, ist natürlich eigentlich ja der Wahnsinn. Auch Stefan Wildhagen betreibt einen YouTube-Kanal. So lief die Kamera bei seinem bislang größten Fundmoment mit. Moin und willkommen zu Sondelsüchtig. Ich bin, auch wenn ich es nicht mehr wollte, nochmal auf meinem Maisacker. Wenn man mal da guckt, es ist zumindest was Grünes. Was ist denn das Scheiße? Ich freue mich lieber erstmal noch nicht. Kann natürlich sein, dass es gar nichts ist. Ja. Doch der 35-Jährige konnte sich freuen. Und wie? Denn auf dem Acker, dessen genaue Lage er lieber für sich behält, hatte Wildhagen tatsächlich etwas Außergewöhnliches aus der Erde gekratzt. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, nachdem ich dann erstmal dreimal tief geschluckt habe, ist ein Foto von dem ganzen Teil gemacht und habe das einem Kollegen nach Köln geschickt. Und gehofft, dass er relativ schnell antwortet und 2 Sekunden später kam eine Nachricht, ja, herzlichen Glückwunsch, das Ding ist mindestens 2000 Jahre alt. Alleine dieses Gefühl, so ein Stück aus der Erde zu holen und zu wissen, dass man nach all diesen Jahren, nach den Jahrtausenden, der allererste ist, der das Ding erstens ans Licht bringt und zweitens in der Hand hält, das kann man nicht beschreiben. Für Stefan Wildhagen war von Anfang an klar, dass er den Fund beim zuständigen Kommunalarchäologen abgeben wird. Der Experte hatte ihm gleich bestätigt, dass das Stück ein echter Knaller ist. Ein Dolch aus der Bronzezeit. Wenn wir uns jetzt hier vorstellen, dass halt hier die Nietlöcher sind mit den Nieten, dann kann man sich hier etwa den Griff vorstellen. Mhm. Der muss halt dann auch so 10 cm lang gewesen sein. Und die Spitze würde ich mal schätzen, man kann jetzt ein bisschen schlecht erkennen, weil es an der Klinge einfach weggebröselt ist, wird wohl bis hierhin gereicht haben. Also man wird schon insgesamt so 25, 30 cm an Gesamtlänge rechnen können. Der Fund ist extrem selten für die Region. Jens Berthold schätzt das Alter des Stücks auf 3.500 Jahre. Hier für den Raum ist die Bronzezeit fast unbekannt. Und da trägt jeder Fund, jede neue Fundstelle einfach einiges zu bei. Und Herr Wildhagen, bekommt er jetzt irgendwas dafür, dass er das jetzt abgibt? Herr Wildhagen bekommt erstmal eine Würdigung und also soweit ich ihn verstanden habe, ist er auch ganz zufrieden damit, wenn halt so ein Stück auch gezeigt wird. Ich meine, da wird in der Vitrine auch dann stehen, was es ist und dann natürlich Finder der Name. Mich interessiert die Geschichte, die dahinter steht, nicht was ich auf dem Schwarzmarkt oder bei eBay für das Ding kriegen würde. Mir reicht das vollkommen, wenn ich weiß, der kann gesehen werden und vergammelt nicht irgendwo. Seit kurzem liegt der Dolch im Museum. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich wollte es relativ kurz halten. Ich hau unten drunter nochmal die Links zur Reportage selber. Also der German Treasure Hunter und der Markus Brüche waren ja auch mit einem richtig guten Beitrag dabei. Und dann einmal das Fundvideo, wo ich den Dolch live gefunden habe. Vielleicht kennen das die ein oder andere noch nicht. Und ich packe dann noch einmal drunter das Video, wo der Dolch im Museum liegt. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch für die 2000 Abos bedanken. Und ihr wisst, bei 10.000 Abonnenten hat Nuggets versprochen, und das habe ich live on cam, geht es nach Florida auf die Schatzsuche. Zum Tauchen, soweit ich weiß. Und ich muss noch vorher einen Tauchschein machen.
Aber dazu kommt dann irgendwann in naher Zukunft auch noch mal was. Also in diesem Sinne, ich muss gleich zur Spätschicht, das Wetter ist mal wieder Bombe. Aber irgendwo muss das Geld ja her. Also, ich gehe gleich mal lochen und ich wünsche euch einen super Start in die Woche. In diesem Sinne, allzeit gut Fund. Ach ja, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch und kommentieren.